Mit ihren Stipendien fördert die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt jährlich viele Arbeitsaufenthalte von Künstlerinnen und Künstlern national und international. Auch für dieses und das kommende Jahr hat die Kunststiftung in Kooperation mit der Stadt Naumburg und der Villa Romana in Florenz insgesamt 4 Max-Klinger-Stipendien vergeben. Die Zusammenarbeit beider Institutionen an diesem Projekt ist darauf zurückzuführen, dass die Villa Romana 1905 von Max Klinger erworben wurde. Die Villa Romana wurde von Klinger und vom Künstlerbund zu einem Atelierhaus eingerichtet, um Künstler und Künstlerinnen zu fördern. Genau wie die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Kooperation soll unter anderem natürlich auch dazu dienen, das Stipendium international zu verorten. Anlass ist der Todestag Max Klingers, welcher sich am 4. Juli 2020 zum 100. Mal jährt. Die Künstler und Künstlerinnen bekommen während dieses Arbeitsstipendiums die Möglichkeit, auf den Spuren von Max Klingers Gedankenwelt zu wandeln und während dieser inspirierenden Reise mit eigener zeitgenössischer Kunst auf seine Werke zu reagieren. Doch, es ist so, das ist eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass viele dieser wirklichen Perlen hier in Sachsen-Anhalt, aber auch Sammlungen von nationalen Rang weitestgehend oft außerhalb der Region nicht bekannt sind. Und wir haben vor 3 Jahren ein Stipendienprogramm initiiert, das heißt Heimatstipendien, wo wir explizit Künstler in kleinere Museen im ländlichen Raum schicken. Das ist natürlich nicht ländlicher Raum, aber es ist auch keine Kunstmetropole. Ja, im weitesten Sinne. Und was wir natürlich wollen, ist, dass wir dieses unglaublich anregende Potenzial für die Künstler neu erschließen und gleichzeitig wollen wir aber unsere Heimat im weitesten Sinne auch bekannter machen. Dafür sind so eine Aufenthaltsstipendien von Künstlern ein sehr probantes und tolles Mittel für beide Seiten. Wir planen aus Anlass des 100. Todestages also nicht nur diese 4 Residenzen, sondern eine größere Ausstellung hier, die wird Angelika Steppken, die Leiterin der Villa Romana, kuratieren. Dazu müssen Sie wissen, oder vielleicht wissen Sie es auch schon, dass die Villa Romana auch zu den großen internationalen Klingerorten gehört. Klinger hat sie mit eigenem Geld und vor allem seiner Freunde und des Leipziger Kunstvereins erworben und dort gibt es praktisch seit der Gründung, ich glaube vor 120 Jahren, auch ununterbrochen ein Stipendiatenprogramm. Und das ist wie so eine innere Verbindung. Wir haben in mehreren Projekten schon kooperiert und dann dachten wir, eigentlich ist doch interessant, die Villa Romana, die so international strahlt und wir als regionale Stiftung, dass wir da kooperieren und uns zusammentun, vielleicht auch ein paar Klingerschätze in Italien heben, hier mit herbringen in diese Ausstellung. Und wir wollen natürlich sozusagen künstlerische Intervention nicht nur in dieser Ausstellung zum Scheinen bringen, sondern eben auch im Klingerhaus. Das ist natürlich, Herr Wagner wird gleich ein bisschen innerlich sagen, je, ein ganz kleines Haus, wo man nicht sehr viel machen kann, aber vielleicht passiert im Außenraum was. Wir wollen im Naumburger Dom vielleicht 1 oder 2 Arbeiten produzieren. Ich sage immer ein bisschen vielleicht, weil natürlich ist vieles in der Kunst am Anfang, wenn es auf dem Papier steht, ein Versprechen, was auch eingelöst werden muss. Also sprich, die Künstler müssen jetzt auch erstmal ein paar Monate arbeiten und dann wird sich hoffentlich auch alles fügen. Wir planen dann also diese Intervention an den beiden Orten plus die Ausstellung. Ein größeres Begleitprogramm sowieso. Wir wollen überregional viel für dieses Projekt werben und wir freuen uns eigentlich sehr in so einer kunstfreundlichen Stadt wie Naumburg. Das ist mit ganz avancierten zeitgenössischen Positionen zusammenzubringen. Das Max-Klinger-Stipendium soll dazu dienen, das Erbe des Künstlers wiederzubeleben und auf neue Weise in der heutigen Zeit fortzuschreiben. Die Künstlerinnen und Künstler werden im Verlauf ihres Stipendiums unter anderem auch einen Workshop entwickeln, um die Öffentlichkeit wieder an diesen besonderen Künstler heranzuführen und auf dieses wunderbare Projekt aufmerksam zu machen.